Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play. Ja, eigentlich ist Steven auf Achse in eure Truck Simulator 2. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier kurz vor, ja, eigentlich an der Grenze Richtung Griechenland. Und ich habe mir hier eine kurze Pause gemacht. Nur mein Harry und mein Cookie. Oh ja, du musst erstmal gehen, ne? Ja. Ich bin da mal kurz doch zur Tanke gegangen, hab mir nochmal einen kleinen Snack geholt. Ne? Ein bisschen Nervennahrung. Muss auch mal sein. So. Wobei ein bisschen unsympathisch ist. Das Ding ist weich. Kennt hier so eine Art Jogurette. Nur in weich, ganz geil. Naja. In kalt schmeckt's besser. Naja. Jutti, dann trinken wir noch einen Schluck. Prost. Ja. Und genießen dann die letzten 4 Stunden Fahrt, wobei 6 Stunden steht, weil wir sind ja rumgefahren. Und machen das Radio ein bisschen leiser. Meine Güte, das ist laut auf einmal. Mensch. So, Prost erstmal. So, gehört auch dazu. Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sind jetzt eigentlich überhaupt die Preise hier und zu den Griechenland. Sonst hätte ich jetzt hier mal vollgetankt. Ach, wir werden einfach mal hier voll tanken, oder? Ja, wobei, da kommen wir doch schlecht wieder raus, oder? Ich muss mal kurz so gucken. Sie müssten sowieso denn da lang? Da hat es mir wieder einen Unfall gegeben, läuft. Ja gut. Okay, die Tankstelle hat gerade wieder geschlossen. Also das mit Tanken hat sich schon mal erledigt. Ja gut. Dann fahren wir mal los hier. So. Wir wollen hier irgendwann mal auch mal ankommen, ja. Aber dieses Telefongeräusch, das weiß ich nicht. Ich denke mal, dass es vom Funkgerät ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Normalerweise dürften wir ja gar nicht geradeaus weiter, denke ich mal, oder? Aber hier steht auch nicht geschrieben, dass man hier nicht abbiegen darf. Also von daher denke ich mal. Die Tankstelle hat geöffnet, aber es hat kein Symbol an. Stau beim Tanken. Hier ist der Sprit anscheinend billig, auch wenn ich keine Ahnung habe, welcher Wert in Euro. So, hier war ja eigentlich ein Unfall. Oh ja, der ist mir auch noch hingefahren, oder was? Willst du mich verarschen? Ah, ich glaube, da geht's irgendwie nicht weiter, ne? Nee, hier geht's nicht weiter. Da müssen wir einfach uns vordrängeln. Aber irgendwie. Bitte mal wach werden hier. Links fahren, dann sofort links abbiegen. Ja, der hat eine Panne.
Da ruft mich noch einmal an. Jetzt links abbiegen. Freund Blase. Hat wahrscheinlich gemerkt, dass er seinen Pass nicht mehr dabei hat. Oh Gott. 8 km/h? Wieso denn 8 km/h? Wie soll ich denn hier 8 km/h fahren? Naja. Rüber vom Buckel hier. Die Route wird aufgrund der aktuellen Verkehrslage geändert. Nö. Wir sind doch richtig, oder nicht? Junge, da staut sich, was ist denn hier los? Da staut sich hier alles. So, haben sie die Grenzen zugemacht oder was ist hier los? Nee, geht weiter. Leute. Egal. Für LKW kein einziger hier außer ich. Großartig, der hier fährt. So muss das, ne? Passkontrolle. Telepass ist ja auch aktiv. Vielleicht ist ja hier diesmal jemand. Nö. Da machen wir hoch, die Olga. Da ist eine Wiegestation. Wisst ihr was, wir fahren jetzt einfach mal zur Wiegestation, weil nie werde ich aufgefordert, mal auf eine Wiegestation zu fahren. Das finde ich unfair. Ich möchte auch mal gewogen werden hier mit einem LKW. Das musste ich bisher noch gar nicht machen, kein einziges Mal. Der passt hier genau auf. Ja, es scheint okay zu sein, okay. Ja, wo fahre ich denn jetzt hier ein bisschen lang? Heiß, wurscht, ne? Ach nee, sind wir jetzt erstmal in der Türkei. Wir sind ja nicht kurz vor Griechenland, wir sind erstmal in der Türkei. Oder erzähle ich jetzt noch einen Sonderort? Navigation, Weltkarte. Ja doch, Türkei und dann nach Griechenland. Was hab ich denn von Stuss erzählt? In der letzten Folge wahrscheinlich alle kommentiert, ey, du fährst ja gar nicht in die Griechen, du fährst erstmal in die Türkei. Erstmal Kebab cool, ne? Liebe Kebab-Freunde. Zeigt sie mir hier irgendwas an? Das ist doch hier eine Wiegestation, oder? Sieht aber komplett anders aus. Ihr Gesamtgewicht beträgt 17 Tonnen. Sie können weiterfahren. Na, danke. 17 Tonnen. Ja, das ist, denke ich mal, in Ordnung, ne? In der Türkei. Und in der Türkei werden wir erstmal tanken. Weil da drüben eben eine Tanke zu sehen war. Aber das ist eher für die andere Richtung. Da kommen wir ja nicht lang. Scheiße. Perfekt. Papiere wurden geprüft. Ach ja, Grenzkontrollen sind doch was Tolles hier, ne? Good morning! Ja, Deutsch können sie ja nicht, ne?
sind wir eigentlich falsch gefahren? Oder warum stehen die auf der anderen Seite da? Ich weiß es nicht. Schnell weg hier. Oder stehen da... Da sind Heuballen. Wo ist der Trecker? Nicht zu sehen. So, geradeaus. Wir sind Richtung Istanbul. Nee, eigentlich nicht Richtung Istanbul. Aber doch, Istanbul. Petra. Demnächst rechts abbiegen. Ja. Jetzt rechts abbiegen. Richtung Istanbul. So. Das Schöne ist, wir kommen am Tage an. Wir haben erst früher Morgen. Beste Wetter. Top. Kann man echt nicht beklagen, ne? So. Geschwindigkeit aufgehoben. Stoff. Stoff ist, wenn wir drauf kommen. 90 können wir ja auch fahren, das ist so schön. Und Tempomat rein. Sehr schön. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir bei Tanken fahren. Also die nächste Tanke gehört uns auf die auf jeden Fall, weil, ne? Bitte demnächst rechts fahren, dann sofort rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Mhm. 90. Ich glaube nicht, dass ich in 90 fahren will, in diese Kurve da. Ich hoffe, die Abladestelle ist nicht unsympathisch. Weil es gibt manche Abladestellen, die sind wirklich sehr schwer. Da kannst du manchmal echt verzweifeln, ne? Und ich glaube, hier ist kein Pflichtlicht. Also hier musst du nicht mit Licht fahren. Wenn ich jetzt richtig sehe, oder? Nee. Die Kollegen haben Licht aus. Ui, ich muss hier lang. Ich wollte gerade den LKW folgen. Das wäre ganz schlimm. Okay, Stopp heißt Dor. Dor. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich in ETS so eine KI-Mod, wo die Lizenzen dabei sind? Ich glaube nicht, ne? Zumal die meisten ja auch von Jessicat sind. Na, haben wir es nicht drauf geschafft? Na, tut mir leid. 90. Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Zweiten Ausfahrt, wo ist denn Kreisverkehr? Jetzt abfahren. Das ist doch Kreisverkehr. Geil, dass ich nicht mal zur Tanke rüberfahren kann, weißt du? Oh, Leute. Müsste bald eine kommen auf unserer Spur. Hoffen wir mal. 70. So.
jetzt geradeaus fahren. Da ist eine, jawohl. Yeah, wir können tanken fahren, mal wieder. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie viel der Preis ist, aber das werden wir ja gleich sehen. Hier. Kann ich denn hier tanken? Hä? Ist hier gar keine Markierung? Jetzt hier ran und gut ist. Vielleicht klappt es ja. Ich weiß es nicht, aber eigentlich fehlt hier eine Markierung. Das wäre jetzt doof. Viel zu schnell. Steht ein PKW. Ist hier keine Markierung zu sehen? Nö. Oder ist der Asphalt so bescheiden, dass die Markierung drunter ist? Wie sie immer alle tanken fahren wollen, ne? Aber nö, hier ist kein Trigger. Ist gar nichts. Ja. Hab grad gehört, LKW-Diesel ist aus. Das kannst du dir nicht ausdenken. Oh Leute, ich will doch nur tanken. So, nach der Treibstoff hier ausgegangen ist. Oh Gott, jetzt hat den auch noch gerammt. Und, oh Leute, nein. Das ist es doch nicht mehr. Jo, mach doch mal Führerschein hier. Gottes Willen, was ist denn hier los in der Türkei? Hier gibt es keine Verkehrsregeln wahrscheinlich. Hier heißt es wahrscheinlich nur, der Stärkere gewinnt. Da ist eine Fotostelle. Oh, jo. Scheiß Bullen. Schon wieder, ich glaub's nicht. Jetzt will ich aber auch mal die Fotostelle erwischen. Aber jetzt sag nicht diese auf der anderen Seite. Oh, nee. Die ist wahrscheinlich da. Ist denn die? Ach, egal. Die müsste auch wahrscheinlich da unten gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch ein Standstreifen Fotoding ist. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Lächeln. War das überhaupt ein Blitzer? Ich weiß es nicht. Kann auch irgend so eine Box gewesen sein für Tiere oder so. Ach, weiß ich nicht. Ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Firma. Lowfield. Aber keine Tanke. Das ist doch schon mal sehr bescheiden. Ich sag mal so, solange der rote Leuchtmelder nicht angeht, ist noch alles gut, ne? Aber trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn wir mal irgendwann mal auf einer Tankstelle treffen, die hoffentlich auch funktioniert. Jetzt rechts fahren. Ja, fahre ich die ganze Zeit, Mädel, ne? Hättest du nicht gedacht.
pufft sich wahrscheinlich gleich wieder Polizei hinter mir und dann gleich hier. Zu schnell gefahren. Ja, schlimmer als BBS, ey. So, hier haben wir auch einen Einkaufsladen, da darfst du auch nicht drauf fahren. Finde ich auch richtig toll. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Ah, nee. Aber wo zum Geier können wir denn noch tanken? Ja, ihr wisst es auch nicht, ne? Oh, da hinten ist ein... Sieht aus wie ein... sag schon Icarus. Aber es ist kein Icarus. Der sieht anders aus von der Schnauze her. Jetzt abfahren. Das finde ich auch immer irgendwie doof in ETS, dass die Parkplätze für die Einkaufsmärkte teilweise immer abgesperrt sind. Finde ich immer schade. Ich meine, da hätte man auch so eine Art Snackpausenplatz machen können. Weil LKW-Fahrer halten auch manchmal zwischendurch an. Wenn sie in den Supermarkt sind, gehen sie auch mal schnell rennen und holen sich noch was. Das ist ja... Oh Leute, sag mal, wie oft habe ich denn die Polizei an der Backe hier? Ist doch nicht wahr. Was ist denn los mit euch? Wir müssen hier rüber. Da ist die Tankstelle. Na, hier ist die Grenze. Aber wir probieren jetzt mal hier die Tankstelle aus. Ja, hier können wir tanken. Sehr schön. Pass auf einmal ist Griechenland beim Sprit her viel billiger als in Türkei, weißt du? Ja, sehe ich schon kommen. So, steigen wir mal aus hier. Wobei, wie teuer ist denn jetzt hier eigentlich? Steht doch eigentlich drauf, oder nicht? Nee. Ah, hier. 1,25. Ja, das ist in Ordnung. Vielleicht hat es vorhin doch eigentlich funktioniert und ich war nur auf der falschen Tab-Seite. Naja, dann wollen wir mal erstmal hier unseren MAN-Schnuckelputz mal auftanken hier, ne? Ich hätte mich auch mal gerade hinstellen können, ne? Schläuche sind auch noch in Ordnung, das ist perfekt. Aufladen hier. Volltanken bitte. €720. Oh ja. Das geht. Dann müssen wir da sein in 5 Stunden. 5 Stunden, okay. Was ist denn hier eigentlich für ein Gebäude? Will ich mir mal anschauen hier. Zu alt und verlassen. Ja. Also, ja, tolle Aussichten, ne? Wenn hier noch Rehe und Fuchs rumlaufen würden, ne? Das wäre cool. Wo ist denn jetzt hier? Da ist die Treppe. Immer dieses Treppenlaufen. Falls ihr euch fragt, woher die Musik kommt, ich habe Kopfhörer auf. Ja. Backdöner oder? Nee, Döner. Aber bestimmt nicht Döner. Opa Transportova. Ja. Interessant. Ja, dann steigen wir mal wieder ein, ne?
Ach, ja, ist das eine Wärme draußen. Meine Güte, dann wollen wir mal weiterfahren hier. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir jetzt wieder rüberkommen, ne? Das war jetzt nicht so schlau von mir, ne? Aber wir müssen ja... Ansonsten fahren wir einfach mal hier rum. Steht nicht drauf, dass ich da nicht lang fahren darf. Oh, war ja. Ich sehe jetzt schon die Angst. Die Schäden, die kommen. Nein, hoffentlich nicht. So. Ich sehe ja nicht drauf, dass ich nicht da lang geradeaus weiter darf, ne? Steht ja nicht drauf. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Bildschirm. Ja. So, wär's so nett. Okay, nach dem können wir. Ah, der guckt schon, ne? Alter, was hast du denn da nur gemacht? Ich hoffe, der sagt nichts. Huch, was ist denn mit der Schranke los? Hallo? Was ist jetzt hier? Entschuldigung, ich würde gerne hier durchfahren. Ich komme da nicht durch. Dann machen wir halt hier. Ja? Also. Ich will doch nicht die Schranke kaputt. Als geht die da runter. Oh Leute. Ja, dann tut es mir leid, dann fahre ich halt die Schrank. Und mein schönes Dach. Ja, wobei, wir kommen noch wohl da durch. Yeah. Die Schranke kaputt, wären wir bloß auf der rechten Spur geblieben, ey. Und der schöne Auflieger. Ah, da passen wir da gar nicht durch. Ich wundere, ich habe eine Flycam. Eine Drohne. Wie Julia Let's Play immer so schön sagt. So. Wenn es ein bisschen realistisch machen muss. Ich weiß, dass sie gerade keine Kollision hat. Aber die hatte für Kollision, ne? Ist ja klar. Hallo, ich würde gern hier weiter. Das interessiert keine Sau, ne? Habt ihr jetzt alle nicht gesehen? Ja, keine Ahnung, was mit der Schranke los ist. Hatte ich auch noch nie. Ah, Leute. Wahrscheinlich bin ich einfach nur falsch rum reingefahren, hätte außenrum. Vielleicht war da noch ein Schild. Ich habe das Schild übersehen, ich weiß es nicht. Da kann ich auch nicht für. Also. Hallo, machst du bitte auf? Papiere sind doch in Ordnung, oder? Ja. Geil, wie ich einfach Deutsch spreche, obwohl der Kind Deutsch kann. Danke. Ach, 20 km/h wieder. Bevor sie sich wieder einscheißen. Ne, du bist wieder. Ne, zieh mir erstmal 1.000 Euro da ab, weißt du? Naja.
So ist. So sind sie. Alle wollen sie Geld, aber Geld schenken wir keiner. So, nochmal. Na, immerhin geht sie ordentlich auf, ne? Ah. Erinnert mich so wie Frankfurt Oder, ne? Die Brücke, ne? Fährst du über die Brücke, bist du Frankfurt in Deutschland. Und da ist halt die Oder. Und hier ist einfach Dreckwasser. Ja, lecker, ne? So, wir sind in Griechenland. Jawohl. Also theoretisch sind wir schon jetzt in Griechenland, nur wir müssen noch über diesen Pass. Da kann ich ein Fenster wieder aufmachen, siehst du? Ach, diese ganzen Kontrollen hier, ey. So 8 km/h. Da ist LKW verboten. Sollten Sie sich weiterhin nicht an meine Anweisungen halten, sehe ich mich gezwungen, mich abzuschalten. Ja, soll ich einfach die Grenze ignorieren hier, die Passkontrolle oder was? Mädel. Ganz schön zickig, ne? Ganz schön zickig. Wieso steht da eigentlich ein Auto mit Warnblinker? Hat der einen Unfall gehabt oder was? Ah, der bitte hat eine Panne. Auf die Straße fahren. Ich fahre die ganze Zeit auf die Straße. Ach, Blondchen hat die Auto geschrottet. Junge, jetzt werden wir noch beobachtet. Aber wie? Alter, ich schnell Fenster zu und weg hier. Nee. Ich möchte es nicht. Ich hab nichts gemacht. 130. So. So, wir sind in Griechenland. Sehr schön. Zeit für ein Uso. Bitte demnächst rechts fahren. Dann sofort rechts abfahren. Schöner kalter Uso ist Beste. Grüße gehen raus an jetzt einen Mensch. Rechts abfahren. Zu schnell kann er sein. Dabei sind wir schon eigentlich schon gut, so gut wie am Ziel, ne? Also. Ist ja auch toll. So, dich lassen wir mal. 90. Aber ich darf nur 80, okay. Hier ist es wieder anders. Also schon ziemlich nah ran an der Grenze hier, die Spedition, wo wir abliefern. In Alexandropoli. Spreche sowieso wie immer falsch aus, ne? Bitte demnächst rechts fahren. Ah, da ist dann schon die Station. Sofort rechts abbiegen. DSV. Jetzt rechts abbiegen. So. Ja. Jetzt haben wir noch eine Mission, das ist einparken. Ich hoffe nicht bescheiden. Sie nähern sich dem Ziel. Müssen wir nur noch die Abladestelle finden.
Ach, der machst du Fenster sauber, das ist sehr schön. So, dann einmal hier rum. Oh, wo ist denn hier die Abladestelle? Hier gleich hier vorne? Ist das die hier? Ja, das ist die hier. Das sieht man in diesem Streifen, ne? Ja. Dann machen wir mal Warnblinker an. Und manövrieren uns hier rein. Schön langsam. Schnittblümchen hier alle raus können. Ne? Dann können Sie die Blümchen betrachten, wie schön die Blümchen hier sind. Ne? So. Beauty. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Motor aus. Ah, sehr schön, ne? Können wir mal nach draußen gucken gehen, ob wir perfekt stehen? Ja. Naja, wir hätten noch ein bisschen rangekonnt, aber... Wobei, die Abladestelle ist auch ein bisschen zu weit hoch, ne? Gut, in der Realität müsste eigentlich hinten am Trailer die Plane aufmachen, also den Ding, ja. Aber gut, vielleicht gibt es sowas auch irgendwann in Zukunft, ich weiß es nicht. Verbrauchter Kraftstoff, 1083,2 Liter. Klingt jetzt nicht gerade so schön, wenn man ehrlich sein soll. Na gut, verbraucht halt sehr viel Sprit im Gegensatz zu den neuesten LKW. Aber gut, 2188 Kilometer Strecke, Dauer 48 Stunden. Ja, schmeckt, ne? Fähigkeitsrang 6, Bonus für Fernfahrt. Achso, ja, gut, wir können eh nichts mehr aufstocken, weil geht ja eh nicht mehr. 80.000 haben wir dafür bekommen, ja gut. Das ist doch schön, ne? Ja. Das ist doch wunderbar. So, gucken wir mal nach, was wir so für Aufträge noch haben. Frachtmarkt. Was können wir denn als nächstes machen? Oh, hier sind so eine richtig fetten Aufträge, ne? 80 Stunden. Die leckst du mir mal nach Kasachstan. Oh, Alter. Ah, für Blumenkohl. Was ist denn an diesem Blumenkohl so besonders? Dass er nach Kasachstan muss. Können sich Kind selber kaufen? Vor allem, wieso eigentlich von Griechenland? Schmeckt ihr da besser oder was? Wieso nicht aus anderen Ländern? Also, manchmal frage ich mich wirklich genauso hier wie der Schnittblumen. Ja, fährst hier 4319 Kilometer für Schnittblumen, also. Oben, ganz oben in Finnland, da war ich ja auch noch nie, ne? 5000 Kilometer, jetzt ist die Frage, fahre ich nach Kasachstan oder fahre ich nach Finnland ganz hoch? Oh, scheiße. Das ist ja nicht mal Finnland. Was erzähle ich das? Norwegen. Ganz nach oben. Hier sind noch Spitzbergen, da war aber auch noch nie, da wollte ich auch eigentlich mal hin. Dann haben wir hier noch Grönland.
Boah, ey, ist das einmal. Das ist so eine richtig fette Tour, ne? Aber die Tour reizt mich irgendwie auch. Über Ungarn, Polen, Weißrussland, dann komplett hier nochmal durch Russland durch, dann nach Kasachstan. Ne? Naja, muss ich das nächste Mal mal gucken. Vielleicht nehmen wir einfach nur mal eine kleinere Tour. Aber dass hier so eine Mega-Aufträge sind, das ist schon... Oh. Ja, das ist natürlich richtig geil. Gott, wie viele Folgen das denn wieder werden, ne? Bis wir da in Kasachstan angekommen sind, ne? Da kannst du locker schon mit, keine Ahnung, 12 Folgen rechnen. Nur, dass wir da hinfahren. Weil eigentlich macht es ja eh keinen Unterschied. Wir fahren ja sowieso immer von A nach B. Da macht es keinen Unterschied, ob wir jetzt einen Big-Auftrag haben oder einen kleinen Auftrag haben, ne? Macht jetzt den Schuh auch nicht groß, ne? Also. Ja, gut, muss ich mal überlegen, was wir da machen. Aber gut, wir sind hier angekommen. Gibt's hier eigentlich ein Hotel, wo ich übernachten könnte? Ja, da. Da ist ein Schlafhotel. Und da ist eine Garage. Da ist eine Tanke. Wir fahren jetzt erstmal zum Hotel. Weil Trucker brauchen auch mal ihren Schlaf. Bitte dem Straßenverlauf weiter folgen. Und dann machen wir Feierabend hier, ne? Sind genug Touren gefahren. Und beim nächsten Mal, meine Aufnahmesession, werde ich erstmal hier umändern, dass ich hier mein Dings hier mal umgeändert habe, hier mein Zeitpanel mit den Gangschaltungen. So. Weiß jetzt nicht, haben wir jetzt einen Rückwärtsgang drin oder nicht? Gibt ja auch keine Ganganzeige oder so. Ich höre es schon. Ich muss echt mal umändern. Jetzt quälen wir wieder die Reifen. Ist nicht gut. Lass das bloß nicht den Chef sehen, ne? Der wird ausrasten. Weil das ist alles Verschleiß. Aber wir könnten mal die hintere Liftachse wieder nach oben senken. Sollte ich am besten mal die Option ausmachen, dass die immer automatisch senken tut. Ich weiß gar nicht, ob das simuliert ist in ETS. Reifenabnutzung. Das wäre auch mal eine interessante Frage, die ich mir da stelle. Ich habe immer viele interessante Fragen. Ja. So, Tarim Cookie. Für den ist das Hotel dann auch gleich super. Weil die können sich dann ein bisschen austollen, ne? Jetzt rechts abbiegen. Ja. Yeah. Kurbeln hier, ey. Ach, hier ist so eine Art Supermarkt. Da kann ich parken. Sieht doch aus, als würde er gleich kotzen, ey. Meine Güte. Nee, ist einfach nur eine Abladestelle. Ist anscheinend mit Spedition und so cool. Vielleicht holen wir da einen Blumenkohl ab. Ja, genau. Ja, das ist unser Hotel. Alter, euer Ernst? Ich habe gedacht, hier ist ein Hotel oder so.
sehe ja nichts. Sie befinden sich in der Zielstraße. Ja, ich fahre jetzt mal. Ich habe gedacht, hier ist ein Hotel oder so. Warte mal, wir müssen mal kurz. Das ist auch nur eine Firma. Hola Chica. Auf dem Bauernhof. Ah, da komme ich ja gar nicht weiter. Gibt's hier kein Hotel? Wo ich übernachten kann? Meine Katzen? Oh, weißt du was? Wir fahren jetzt auf den Bauernhof. Schnauze voll jetzt hier. Da fragen wir mal den Bauern, die zwei hübschen Mädels, ob wir mal übernachten können. Ich zahle auch. Gib dir noch ein Uso aus. Also wirklich. Ich will jetzt nicht hier in den LKW pennen. Ich denke mal, der Bauer wird bestimmt nett sein, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall hat er sympathische Gerätschaften hier. Ja. Ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, ob ich eher Auflieger von den Speditionen annehmen sollen oder ob ich weiterhin mit meinem eigenen Trailer fahren soll. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Bei mir ist eigentlich Schnuppe. Also schreibt es einfach in die Kommentare, ob ich mir einen eigenen Auflieger weiterhin fahren soll. Ich meine, Aufträge kriegen wir genug. Oder ob ich halt mal von den Speditionen Auflieger nehmen soll. So. Er guckt schon raus. Was für ein Dates hier. Kann ich denn jetzt eigentlich hier parken? Wir können uns einfach da reinstellen, oder? Ich meine, das wird ihn bestimmt nicht stören. Ist bestimmt ein ganz netter hier, ne? Musst du mal so bringen, ist der einfach in Griechenland einfach mal einen fremden Bauernhof rundfahren. Ich glaube, der schmeißt sich hochkantig raus. Und dann kommt er mit der Heugabel an. Ach, rückwärts kann. Komm schon. Ich eigentlich neben den anderen Trailer hin, dann würde ich nicht so viel Platz wegnehmen, weißt du? Ah, oh, komm, das machen wir einfach mal. Nicht, dass er rumgekackt, kannst du nicht da stehen, weißt du? Stellen wir uns lieber da rein. Solange wir hier nicht die Pakete da treffen. Weil hier ist eine unsichtbare Wand, kann das sein? Bläh. Ja. Da ist eine unsichtbare Wand. Ich komme da nicht hinter. Das ist doch Bockmist. Warum ist da eine unsichtbare Wand? Alles gut, nicht aufregen.
Leute. So, haben wir eine Bremse angezogen? Ja. Judy, steigen wir mal aus. Viel zu schnell. Der Trailer ist aber auch mega groß, Alter. Ja, ich glaube, wir korrigieren nochmal. Das sollte jetzt nicht so sein, ne? Weil wir wollen ja hier übernachten. Weil wenn wir so stehen bleiben, schmeißt er uns raus. So. Jetzt aber. Leute, ist das anstrengend hier. Ja, das passt. Kommst du nicht mal zwischen, aber das ist egal. So, Leute. Ich habe hier Kühe gehört, aber hier sind keine. Das ist einfach nur so eine Soundbox, ne? Schade. Ah, hier. Uiuiuiui. So, Leute. Ich mach jetzt Feierabend, ja. Und werde jetzt das Ganze hier so genießen, ne? Und ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und das nächste Mal werden wir sehen, wo unsere nächste Reise hingeht, was die Dispo entscheidet. Und wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne sehen möchtet, ob wir weiter mit eigenem Trailer fahren oder auch mal von der Spedition einen Trailer nehmen. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Die nächste Tour wird nochmal auf jeden Fall mit einem eigenen Trailer sein. Und dann werde ich gucken, was ihr so in den Kommentaren schreibt. Wobei eigentlich keinen Unterschied macht. Gut, die Trailer sind anders, ja. Manchmal haben wir auch einen Bulldozer oder was weiß ich auf den LKW, aber mal gucken. Und ja, gut. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Train OMSI TV. Tschüss.